Ja? Ich brauche das große Klebeband. Was? Wird das Geschenk dann hässlich? Klar. Dann bist du in meinem Video zu sehen. Ja, ist mir egal. Nein, ich muss den einen Karton zumachen wieder, damit ich es verpacken kann. Ach so, okay. Das heißt, es ist in dem Geschenk drin. Einen wunderschönen guten Morgen. Herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Hast du jetzt welche? Hä? Na, ich werde den Anfang nicht rausschneiden. Kannst du machen. So, raus. Kann jeder wissen, tschüss. Dass der Geschenk im Kasten eigentlich. Ja, wir verpacken jetzt die Geschenke für den jeweils anderen. Und, boah, wie sieht's aus. Ich habe die Jacke an, weil es kalt und wir dürfen die Heizung nicht aufdrehen, weil der Stollen hier lagert. So, ich habe mir Geschenkpapier ausgesucht. Das ist auch mega viel. Also auf der Rolle. Und ich habe gerade noch Geschenkbänder geholt. Und die Geschenke kennt ihr ja schon. Das heißt, es wird vermutlich einfach nur so ein Einpack-Zeitraffer. Fertig verpackten Geschenke. Ich habe mir mega viel Mühe gegeben. Eins fehlt noch, deswegen werde ich jetzt hier mir noch was von raussuchen, was ich dann hier reinlege. Ich denke mal das und das und hier ein Geschenkband und das Geschenkpapier, dass ich das dann noch später verpacken kann, dass wir das jetzt nicht zufällig noch für andere Geschenke aus Versehen benutzen. Und dann ja, werde ich die jetzt mal wieder auf den Schrank stellen. Und mal gucken, ob Tim schon fertig ist. Der verpackt ja gerade meine Geschenke. Und dann, glaube ich, gibt es hier heute noch eine richtig schöne Aufräum-Action. Also ich habe jetzt das, also vor Weihnachten so das Bedürfnis noch aufzuräumen, sauber zu machen und so. Und jetzt gerade heute mal die Zeit dafür da ist, sollte man das, glaube ich, nutzen. So, alle Geschenke, die jetzt da waren, sind verpackt, also auch die, die noch für unsere Verwandten oder so waren. Und jetzt, habe ich ja schon angekündigt, wird aufgeräumt. Und zwar haben wir, mir fallen jetzt spontan drei Ecken ein in der Wohnung, die mega unordentlich sind und die ich gerne noch aufgeräumt haben würde. Ich zeige euch die jetzt. Das eine ist hier, eigentlich ist das ein wunderschönes, also mit Deko und so, ne? Und das Geschenk, das muss noch in Briefumschlag, also in so einer großen Versandtasche. Ich muss gleich richtig dolle niesen. Das habe ich gerade da hingelegt. Und die anderen Sachen aber, die müssen hier einfach nicht rumliegen. Hier ist noch Wäsche, das ist nicht so schlimm. Die räumen wir aber auch weg. So, die nächste Ecke, wir haben wieder kein Licht. Die nächste Ecke ist diese Ecke. Die ist halt vollgestellt und ich finde, das muss nicht sein, genauso wie hier, dass hier alles rumsteht. Und dann haben wir noch eine Ecke, da, die können wir jetzt halt wieder aufräumen, weil hier sind jetzt nur noch Weihnachtssachen drin, die wir, glaube ich, nicht mehr brauchen. Wir gucken nochmal durch, aber die kann halt so wieder weg. Da drauf liegt ganz viel Papierkram, der abgeheftet werden muss. Der Rezeptordner muss nicht da liegen, das muss nicht da liegen und so, genau. Also hier diese Ecke, ich habe gestern hier auf dem Schreibtisch mal ein bisschen aufgeräumt. Die Ecke muss auch noch weg und dann ansonsten... Vielleicht können wir da oben auf dem Drucker noch irgendwas machen. Das gehört auch noch dazu, weil eigentlich ist das ein Drucker und keine Ablage. Wir haben auch schon angefangen, hier ein bisschen Müll zu sammeln. Da finden wir bestimmt noch was und dann machen wir jetzt hier Großaufräumung.
Ich würde sagen, man sieht einen Fortschritt. Hier hinten muss noch gestaubsaugt werden. Das sind die Kisten vom Balkon. Und wir sind uns nicht sicher, wo wir die jetzt hin tun über den Winter. Ich will die eigentlich nicht in den Keller räumen, weil die dann so weit weg sind. Mal gucken. Hier haben wir einen Sack für einen Altkleidercontainer. Hier sind Teller, die wir nachher noch jemandem vorbeibringen. Da sind Batterien, die im Supermarkt noch gebracht werden müssen. Dann haben wir hier noch eine Tüte mit Sachen für Tims Eltern. Das sind Sachen, die hier immer liegen. Das ist also in Ordnung. Genauso der Schlüssel hat auch seine Daseinsberechtigung. Die kommen noch in den Keller. Das Schuhregal kann ich gleich noch ordentlich einräumen. Das hier müssen wir kurz noch hier lassen, weil wir unsere Heizung noch reparieren müssen. Bezüglich der Kiste warte ich noch auf eine Rückmeldung. Dann haben wir jetzt hier endlich wieder leere Taschen und Beutel und ganz hinten in der Ecke war ein leerer Kasten Bier. Wenn ihr sehen könntet, wie ich die Kamera jetzt aufgestellt habe, hier steht ein Wäscheständer, darauf steht der leere Bierkasten und darauf steht das Stativ. Es ist alles sehr wackelig. Aber jetzt geht es an diese Ecke hier hinten und durch den Weihnachtsbaum und alles. Ich wusste nicht, wie ich das sonst besser aufstellen hätte sollen. Und wir müssen jetzt die Ecke machen, weil zum Beispiel diese Tüten und so, die kommen da unten in die Regalfächer, sieht man jetzt gar nicht. Da kommen wir jetzt vorher nicht ran. Deswegen ist das jetzt unser nächster Step. Wir arbeiten uns also so von der Einrichtung der Wohnung in die andere vor. Genau, Tim war gerade schon Müll wegbringen und deswegen geht es jetzt hier weiter. Also wir haben ja tatsächlich noch eine Ramschecke, die wir euch vorhin nicht gezeigt haben, aber da wir sie jetzt auch ja, wenn ihr sie jetzt auch sehen, das ist zurzeit wegen Weihnachten und dem ganzen Backzeug und so, hier ist also bei uns echt Chaos. Die ganze Ecke sieht jetzt schon mal ein bisschen besser aus. Hier habe ich jetzt nochmal drüber gewischt. Der Staubsauger macht jetzt noch seinen Job. Und dann sind wir erstmal tatsächlich mit so einer, sagen wir mal, Grundaufräumung und Reinigung durch. Hier Tisch habe ich abgewischt. Staubsauger war auch schon hier. Das sieht man daran, dass die Tischdecke da unten ein bisschen verschoben wurde. Tim macht gerade das Sofa sauber und räumt es noch auf. Genau, der Staubsauger war dann auch in den anderen Bereichen, wo wir halt schon sauber gemacht haben. Hier, das müssen wir, wie gesagt, noch wegräumen. Und ansonsten... wir sind auch voll gut in der Zeit. Es ist 13:26 Uhr. Das heißt, wir könnten jetzt noch schnell was kochen. Also gleich die Küche wieder einsauen. Und dann ja, sind wir durch, ne? Ich muss noch Zeit, um die Heizung zu machen. Ich muss gleich niesen. Ja, das habe ich früh schon gehabt. Ja, ich suche erstmal die To-Do-Liste, ich weiß gar nicht, der kegelt wieder, ich weiß gar nicht, wo ich die hingeräumt habe. Also das war auf jeden Fall bis jetzt schon mal eine sehr erfolgreiche erste Tageshälfte.